Bist du schon einmal als weiser für dein Alter bezeichnet worden? Hast du das Gefühl, dass du nicht so recht in die heutige moderne Gesellschaft passt? Grübelst du oft darüber nach, wie es wäre, in einer vergangenen Zeit zu leben? Verspürst du gelegentlich den Drang, dich von der Masse abzukapseln und dich lieber allein zu fühlen? Findest du es schwierig, Menschen zu verstehen, die den neuesten Trends folgen und sich den gesellschaftlichen Normen beugen? Fühlst du eine besondere Anziehung zu alten Dingen wie antiken Möbeln, alten Uhren und allgemein zu Vergangenem? Beunruhigt es dich, wenn du siehst, wie sich die Menschen und ihre Werte verändern? Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft und die Menschen eine Grenze überschritten haben? Wenn du diese Fragen mit einem klaren Ja beantworten kannst, dann bist du definitiv eine alte Seele. Nummer 1. Du fühlst dich nie wirklich zu Hause. Du besitzt dein eigenes Zuhause. Du hast dort deine gesamte Existenz verbracht. Doch hin und wieder überkommt dich ein seltsames Gefühl. Ein Gefühl, das sich schwer in Worte fassen lässt. Du empfindest, als ob du nicht wirklich dazugehörst. Du hast das Gefühl, nicht daheim zu sein, obwohl dies dein Zuhause ist. Alte Seelen neigen dazu, sich niemals wirklich zu Hause zu fühlen, da sie nicht begreifen können, was dies bedeutet. Einige von ihnen reisen umher, auf der Suche nach Trost und Zugehörigkeit in verschiedenen Orten, doch sie scheinen sich nie wirklich niederlassen zu können. Obwohl sie versuchen, irgendwo ein Zuhause zu finden, bleibt ihnen dieses Gefühl versagt. Einige Leute, die ich kenne, haben sogar versucht, ein neues Haus zu kaufen, in der Hoffnung, dort ein neues Kapitel zu beginnen. Doch immer wieder überkam sie dasselbe Gefühl, nämlich das Gefühl, nicht wirklich zu Hause zu sein. Egal, ob sie in verschiedenen Ländern gelebt haben oder ein Leben lang an einem Ort verbracht haben, sie haben nie das Gefühl gehabt, wirklich dazuzugehören. Es ist fast so, als kämen sie aus einer anderen Zeit. Empfindest du gelegentlich solche Emotionen? Falls ja, dann gehörst du wahrscheinlich auch zu den alten Seelen, die sich schwer in diese Welt einfügen können. Nummer 2. Du neigst dazu, hochsensibel auf Ungerechtigkeit und Schmerz zu reagieren. Hochsensibilität ist nicht zwangsläufig negativ. Tatsächlich kann sie sogar positiv sein, besonders wenn du einfühlsam gegenüber anderen Menschen bist, die vielleicht deine Hilfe benötigen. Immer mehr Wissenschaftler sind der Überzeugung, dass diese Empfindlichkeit mit evolutionären Erfolgseigenschaften in Verbindung steht, die letztendlich zum Überleben beitrugen. Doch die Herausforderung der Hochsensibilität liegt darin, Erfahrungen und Situationen zu verarbeiten, die für die Menschen um dich herum scheinbar unbedeutend sind. Alte Seelen tun sich damit besonders schwer. Sie neigen dazu, stark auf Ungerechtigkeit und Schmerz zu reagieren. Eine schlechte Behandlung in einem Bankgespräch, ein Streit in der Familie, Missverständnisse mit dem Partner und ähnliche Dinge sind für sie nicht nur Ärgernisse, wie sie es für andere sein könnten. Sie gehen ihnen wirklich nahe und führen dazu, dass sie ihr Leben in Frage stellen. Manche Menschen würden sich von solchen Dingen nicht sonderlich beeinflussen lassen, aber für alte Seelen ist es eine andere Geschichte. Wenn du dich zum Beispiel mit jemandem anlegst oder einfach nur deine Meinung kundtust, die nicht mit der Meinung einer anderen Person übereinstimmt, verspürst du den Drang zu weinen. Ja, mir geht es genauso. Das ist typisch für alte Seelen. Und trotz aller Bemühungen, Tränen und Emotionen zu unterdrücken, gelingt es uns nicht immer. Unsere Gefühle geraten dann in einen Strudel. Wir sind traurig, weil wir uns mit jemandem, den wir lieben, gestritten haben, und gleichzeitig sind wir wütend auf uns selbst, weil wir diese Tränen nicht kontrollieren können. In diesem Moment ärgern wir uns vielleicht sogar darüber, wie hilflos wir aussehen, obwohl wir wirklich versuchen, vernünftig mit unserem Partner zu diskutieren, aber es ist schwer. Diese Emotionen können auch dazu führen, dass wir uns zurückziehen und von der Welt abschotten, weil wir uns zurückgewiesen fühlen und denken, warum sollte ich mich einer Welt öffnen, die mich nicht versteht oder wertschätzt? Auch mit diesem Gefühl haben alte Seelen zu kämpfen, denn in solchen Momenten fühlen sie sich von der restlichen Welt isoliert. Du würdest dich vielleicht wundern, wie viele Menschen alte und neue Seelen gleichermaßen ähnliche Empfindungen teilen. Dennoch ist es wahr, dass alte Seelen aufgrund ihrer besonders ausgeprägten Sensibilität
im täglichen Leben mit emotionalen Herausforderungen konfrontiert sind. Nummer 3. Du bist wahrscheinlich unrealistisch hart zu dir selbst. Manchmal kann es problematisch sein, sich seiner selbst bewusst zu sein. Denn man kann dazu neigen, sich selbst viel öfter zu kritisieren und zu denken, dass man viel mehr erreichen kann, als man es bisher gemacht hat. Es kann dazu führen, dass du zu viel über dich nachdenkst und dich wegen Kleinigkeiten verurteilst. Du kannst anfangen, nach deinen Fehlern obsessiv zu suchen und gleichzeitig zu versuchen, deine beste Version zu sein bzw. zu werden. Es ist natürlich gut, dass du deine Grenzen erweiterst und dass du dich bemühst, das Beste aus deinem Leben zu machen. Aber alte Seelen neigen oft dazu, zu hart und kritisch zu sich selbst zu sein. Ein wenig strenge Liebe ist gut für die Seele, aber du musst auch daran denken, deine Erfolge zu feiern. Andererseits musst du auch an deinem Selbstwertgefühl arbeiten und dir selbst sagen, dass du bestimmte Situationen und Aufgaben gemeistert hast. Und nicht nur das, scheue dich auch nicht davor, einen Tag freizunehmen, um das Leben im Allgemeinen zu feiern. Du hast vergessen, wie man sich entspannen kann und wie man das Leben genießen kann, ohne etwas erledigen zu müssen. Gönne dir eine Pause, die deine alte Seele braucht. In unserer Gesellschaft sind wir alle so schnell unterwegs, dass wir vergessen, wie sich das Leben anfühlt. Wir versuchen, alles Mögliche in kurzer Zeit zu erreichen, was dazu führt, dass wir am Ende völlig erschöpft sind. Achte darauf, dass du dich ab und zu an deinen Lieblingsort zurückziehst, um dich auszuruhen und zu erholen, damit du nicht zu hart mit dir ins Gericht gehst. Kritisiere dich selbst nicht zu oft und zu viel, und bestimmt wirst du das nach einer kurzen Pause auch schaffen. Nummer 4. Alte Seelen finden das tägliche Leben eintönig. Zeige einer alten Seele etwas, das die meisten anderen für neu und aufregend halten würden, und die Chancen stehen gut, dass sie nur ein leises "Oh", murmelt und weitergeht. Wenn du keine alte Seele bist, dann wirst du Schwierigkeiten damit haben, die andere Person zu verstehen. Denn eure Denkweise unterscheidet sich absolut. Es ist einfach schwer, alte Seelen zu überraschen und ihr Interesse zu wecken. Aber auch wenn sie gelernt haben, mit diesem Gefühl der Monotonie umzugehen, sehnen sie sich tief in ihrem Innern immer noch nach Aufregung. Langeweile ist immer noch ein unangenehmes Gefühl. Du musst dich wirklich bemühen, wenn du versuchst, eine alte Seele zu beeindrucken. Das kann wirklich eine große Herausforderung sein. Aufgrund ihrer vorsichtigen Art sind sie jedoch nicht daran interessiert, riskantere Aktivitäten auszuprobieren, in die sich alle anderen gerne stürzen würden. Und alles, was momentan in ist, wird dieser Person bestimmt nicht gefallen. Ja, ich habe es gesagt, dass es nicht einfach ist. Man muss etwas wirklich Ungewöhnliches finden, um sie zu begeistern. Denn alles, was immer wieder um sie herum passiert, ist der alten Seele langweilig. Sie braucht etwas Ungewöhnliches, etwas Besonderes, etwas, wofür sich nicht viele Menschen interessieren. Selbst dann ist es wahrscheinlich, dass sie es nicht besonders interessant finden, weil sie es wahrscheinlich schon in einem früheren Leben erlebt haben. Denkst du auch, dass dir dein tägliches Leben monoton und langweilig ist? Vielleicht bist du auch eine alte Seele, die besondere Bedingungen hat, wenn es ums Amüsieren geht. Nummer 5. Die Unerfahrenheit, sich wirklich verstanden zu fühlen. Du bist von vielen Menschen umgeben, du hast auch eine Familie, Freunde und Bekannte, aber du kannst nicht sagen, dass du eine beste Freundin hast. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber alte Seelen verstehen es bestimmt. Denn sie haben das Gefühl, dass niemand sie richtig verstehen kann. Sie reden zwar mit anderen Menschen, aber das Feedback, das sie bekommen, stimmt nicht mit dem überein, was sie eigentlich sagen und übertragen möchten. Alte Seelen können als seltsame Menschen angesehen werden, weil sie oft unkonventionelle Ideale und Lebensstandards haben. Auch wenn sie versuchen, sich jemandem anzuvertrauen, scheitern sie dabei. Denn ihre Denkweise unterscheidet sich viel von der Denkweise anderer Menschen. Sie haben oft das Gefühl, von sich selbst und der realen Welt getrennt zu sein. Weil Dinge wie der Erwerb großen Reichtums, der Besitz vieler teurer Gegenstände und andere Merkmale eines materialistischen Lebensstils für sie nicht wirklich von Interesse sind. Diese Dinge haben für sie überhaupt keine Bedeutung.
In einer Welt, die vom Konsum angeheizt wird, kann dies den meisten Menschen seltsam vorkommen. Denn alle sehen es als einen Vorteil, das zu bekommen, aber die alte Seele denkt, dass das eine Last ist. Wenn man andere Erwartungen und Vorstellungen vom Leben hat, kann es schwer sein, das Gefühl zu haben, dass jemand einen wirklich versteht und weiß, was einen im Leben antreibt. Nummer 6. Du hast mehr existenzielle Krisen als der Durchschnittsmensch. Was passiert, wenn das Leben dir Zitronen gibt? Du bist genau der Typ Mensch, der über solche Fragen nachdenkt. Ein echter Denker. Du fängst einfach an, über deine Existenz nachzudenken, ohne dabei einen Grund dafür zu haben. Plötzlich bist du sehr enttäuscht und hast schlechte Laune, und 5 Minuten vorher hast du gelacht. Dein Gehirn arbeitet wie verrückt, und immer wieder stellst du dir selbst Fragen wie: Was ist mein Zweck? Warum bin ich geboren? Und deshalb neigst du auch dazu, zu viel nachzudenken. Du wirst unsicher, was das Leben zu bieten hat. Du bist dir nicht sicher, ob du deine Aufgabe auch erfüllst. Und du verlierst dich darin. Denn während du auf der einen Seite diese unglaublichen Einsichten und Weisheiten hast, kann es auf der anderen Seite ein regelrechtes Chaos sein. Es gibt immer 2 Seiten einer Medaille, und zwischen beiden zu schwanken, kann sich wie die Hölle anfühlen. Nummer 7. Du bist das schwarze Schaf. Alte Seelen haben eine durchdringende Fähigkeit, sich mit den Tiefen der Menschen in ihrem Leben zu verbinden, was zu vielen Feinden führen kann. Dieses Thema haben wir bereits angesprochen, indem wir sagten, dass sich alte Seelen oft missverstanden fühlen. Und das ist auch richtig, denn andere Menschen neigen oft dazu, sie als merkwürdig zu bezeichnen. Alte Seelen können aber auch viele starke Beziehungen zu anderen aufbauen. Sie können einige Menschen in ihrem Leben haben, mit denen sie ständig ausgehen und reden, obwohl sich ihre Denkweisen unterscheiden. Alte Seelen haben ein angeborenes Bedürfnis, wahrhaftig zu sein, auch wenn das bedeutet, unbequeme Wahrheiten zu enthüllen, wie die Tatsache, dass viele Probleme durch Unreife oder mangelndes Verantwortungsbewusstsein verursacht werden. Diejenigen, die offen für neue Ideen sind, werden dir zuhören und dich sympathisch finden, während andere das nicht tun werden. Und das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass du deshalb nicht kritisch zu dir selbst wirst. Das führt dazu, dass alte Seelen in ihrem Freundes- oder Familienkreis oft die Rolle des Advokaten des Teufels oder des schwarzen Schafes übernehmen. Aber mach dir keine Gedanken deswegen. Sieh das aus der positiven Seite an. Du bist besonders, du unterscheidest dich von allen anderen. Unser heutiges Fazit: Wenn du dich in dem Gesagten wiedererkannt hast und dich als alte Seele identifizierst, dann bist du nicht allein. Es gibt viele Menschen da draußen, die ähnliche Gefühle und Gedanken teilen wie du. Das Leben als alte Seele kann herausfordernd sein, da du dich oft von der modernen Gesellschaft und ihren Normen entfremdet fühlst. Du neigst dazu, hochsensibel auf Ungerechtigkeit und Schmerz zu reagieren, bist oft zu hart zu dir selbst und empfindest das tägliche Leben als eintönig. Es ist wichtig zu verstehen, dass du nicht allein bist und es Menschen gibt, die dich verstehen können. Es ist auch wichtig, an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten und dir selbst mehr Liebe und Akzeptanz entgegenzubringen. Du kannst dein Leben auf eine Weise gestalten, die deiner inneren Natur entspricht, ohne dich von den Erwartungen der Gesellschaft beeinflussen zu lassen. Und wenn dir dieser Beitrag gefallen hat und du mehr über Themen wie diese erfahren möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal und vergiss nicht, diesen Beitrag mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Lass uns gemeinsam die Welt der alten Seelen weiter erkunden. Wir sehen uns beim nächsten Video.